Hallo, heute möchte ich dir einen Impuls geben, wie du unbewussten Mustern auf die Schliche kommen kannst. Und das Ganze mit einer Geschichte, die ich vorgestern am Silvesterabend erlebt habe. Ich war auf einer Party eingeladen, richtig gut mit so 30, 35 Menschen. Einige kannte ich, andere nicht. Wir hatten eine sehr gute DJin dabei, die tolle Musik gemacht hat. Es gab lecker Essen. Und ja, es war ein sehr schöner Abend mit netten Gesprächen. Doch irgendwann stellte ich eines fest, dass immer dann, wenn ich auf die Menschen zugegangen bin, sich gute Gespräche ergeben haben, doch wenn ich nicht auf jemanden zugegangen bin, irgendwie alleine gewesen bin. Ich hatte so das Gefühl, ich muss auf die Menschen zugehen, damit irgendetwas passiert. Und wenn ich nichts mache, passiert nichts. Die Musik war gut, ich habe getanzt, doch irgendwann fing das Ding hier oben an, der Mindfuck, immer mehr seine Kreise zu ziehen und Emotionen auszulösen, die, ja, die sich so überhaupt nicht gut anfühlten. Ich hatte das Gefühl, immer bin ich derjenige, der Aktion zeigen muss, aber wirklich sichtbar bin ich nicht. Irgendwann wurde mir das Ganze zu viel und ich bin nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt. Aber wer mich kennt, weiß, das lasse ich natürlich nicht auf mir beruhen. Also habe ich mich am Neujahrsmorgen hingesetzt und habe reflektiert, bin in die Tiefe gegangen, habe mich erforscht, was ist das, was dazu führt, dass die Menschen mich zwar lieben, wenn ich über tolle Dinge erzähle, über bewusste Dinge, über Ähnliches erzähle, doch wenn ich nichts mache, irgendwie unsichtbar zu sein scheinen. Und so habe ich in mich reingehorcht, bin mit meinem kleinen Jungen in Kontakt gegangen, dem inneren Kind, und habe herausgefunden, dass es in mir ein, ja, ein sogenanntes Schutzprogramm gibt, das mich davor schützt, verletzt zu werden, wieder verletzt zu werden. Ich habe mir als kleiner Junge dieses Programm unbewusst installiert, weil ich damals sehr, sehr häufig verletzt wurde. Einige wissen, ich war ein Außenseiter, weil ich einfach anders war als die meisten anderen und dementsprechend war ich viel allein und so habe ich mir, weil ich auch dumme Sprüche und Ähnliches bekommen hatte, dieses Schutzprogramm entwickelt. Was unbewusst dazu führt, dass ich mich alleine mache, nicht sichtbar bin, um ja nicht verletzt zu werden. Krass. Und vielleicht kennst du das auf die eine oder andere Weise auch, denn ich weiß von vielen da draußen, die zwar eine tolle Arbeit machen, aber irgendwie nicht sichtbar werden, was nicht unbedingt am schlechten Marketing liegt, sondern an möglichen unbewussten Mustern, die dafür sorgen, ja, keine Hater zu bekommen, gerade im Social Media heute sehr, sehr leicht zu haten und deswegen eben nicht sichtbar zu werden, nicht ins Handeln zu kommen, um Dinge zu tun, um das tolle Produkt, um die tolle Dienstleistung, die sie haben, nach draußen zu bringen. Und so mag ich dich einladen, mal zu schauen, wo bekommst du im Leben immer wieder Ergebnisse, gleichbleibende Ergebnisse, die dir nicht gut tun. Geh mal in Kontakt mit diesem unangenehmen Ergebnis, erforsche dich mal, hinterfrage dich und stell dir folgende Fragen dabei. Erstens, wozu ist das Ergebnis, das ich hier bekomme, wichtig? Zweitens, welchen Vorteil habe ich davon, dieses Ergebnis zu erhalten? Das mag jetzt merkwürdig klingen, doch oftmals, eigentlich sogar fast immer, haben wir etwas Positives davon, wenn gewisse Dinge nicht so passieren, wie wir sie uns wünschen. In meinem Fall eben, verletzt zu werden. Das wollte ich vermeiden, also werde ich lieber nicht sichtbar in dem Moment, nehme mich zurück, bin lieber allein, damit mir ja nichts passieren kann. Als mittlerweile fast 52-jähriger Mann sage ich, was für ein Blödsinn.
Doch darum geht es nicht. Wir wissen ja, dass diese unbewussten Muster meistens in der Kindheit gesetzt wurden und dann wie auf Autopilot immer weiter funktionieren. So lange, bis wir ihnen auf die Schliche kommen und sie transformieren. Also lade ich dich ein, dir diese Fragen zu stellen, vielleicht auch mit dem inneren Kind, deinem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen, in Kontakt zu gehen und herauszufinden, was für ein Programm habe ich da in mir laufen, was immer wieder dazu führt, dass ich dieses beschissene, Entschuldigung, Ergebnis bekomme. Und dann, wenn du es erkannt hast, gibt es diverse Schritte, die du durchführen kannst. Der erste und wichtigste Schritt ist eben die Selbsterkenntnis, dass du dir auf die Schliche kommst, dass du erkennst, nicht nur, dass da was schräg läuft, sondern was vor allem schräg läuft. Der zweite Schritt ist dann das Anerkennen. Jo, da ist ein Programm in mir. Anerkennen ist leicht, weil es über den Kopf läuft. Da ist der dritte Schritt schon etwas schwieriger, nämlich das anzunehmen. Dass du selbst die Person bist, die dafür sorgt, dass dieses blöde Ergebnis passiert. Denn oftmals wollen wir andere dafür verantwortlich machen, dass es nicht so funktioniert, wie es funktioniert. Aber das wird dir in deinem Leben nicht weiterhelfen. Erst wenn du die Verantwortung für das übernimmst, was in deinem Leben passiert, kann auch eine Veränderung passieren. Und dementsprechend ist der vierte Schritt dann die Transformation oder Veränderung. Wenn du also bemerkst, dass es ein Muster in dir ist, was dir nicht gut tut, was dir einen Vorteil zwar erbringt, der dem kleinen Mädchen oder dem kleinen Jungen gut getan hat damals, heute aber, weil du natürlich eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann bist, überhaupt nicht mehr notwendig ist. Dann also die Transformation durchführst. Nächster Schritt ist es, danach den sogenannten Future Pace zu machen, also dir eine Situation in der Zukunft vorzustellen, wo du dieses Ergebnis wieder bekommen würdest. Wenn du merkst, dass in deiner Visualisierung, in der Vorstellung nichts passiert, weißt du, dass deine Transformation, deine Veränderung funktioniert hat. Wenn nicht, darfst du noch einmal dran feilen, damit es sich entsprechend verändert. Und danach liegt es dann an dir, das ist der nächste Schritt, das Ganze in die Umsetzung, nämlich in den Alltag zu bringen. Denn das ist ja das Wichtigste. Und wenn du dann merkst, es funktioniert, dann vergiss nicht zu feiern, weil oftmals nehmen wir Erfolge, gerade wenn sie nicht so riesig sind, als selbstverständlich an, was sie aber überhaupt gar nicht sind. Also feiere deine Erfolge aus dem einfachen Grund, weil du damit deinem System signalisierst, die Veränderung, die du vollzogen hast, muss gut gewesen sein. Und je häufiger du das machst, desto leichter werden dir die Veränderungen auch fallen. Das für heute. Wie du also für dich herausfindest, was ein unbewusstes Muster ist und wie du unbewusste Muster erkennst. Komm dir also immer mehr auf die Schliche, denn auch das ist der Weg zur Meisterschaft. Meisterschaft im Leben heißt, sich immer mehr auf die Schliche zu kommen, seine eigenen unbewussten Seiten zu erkennen, aufzudecken, zu verändern, zu transformieren und immer weitergehend sogar bis dahin, bis du deine tiefsten Schattenseiten in dir erkennst. Und je mehr du diese ins Licht bringst, je mehr du diese transformierst, umso freier wirst du werden, umso emotional freier wirst du werden und umso glücklicher und erfüllter wird dein Leben sein. So viel für heute. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an. Wenn du kommentieren möchtest, freue ich mich. Ich schaue gerne, dir natürlich die Kommentare auch zu beantworten. Und vielleicht magst du deine eigene Geschichte auch mal teilen, damit andere davon profitieren können. Bis dahin, alles Liebe, dein Siranus Sven von Staden.